Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry 8. So, Schleime wurden getötet. Wir haben einigermaßen geruht, dann kamen die nächsten Schleime. Deswegen sind wir nicht so ganz ausgeruht, aber das macht nichts. Aber da saß mal Pfeile und die Pfeile zeigen nach oben. Also nicht wirklich, weil Loot und so. Aber trotzdem, ich glaube, das ist die Stelle, die wir gesucht haben wegen Seil und Haken, oder? Das ist da ein sehr auffälliges Loch. Und da ist auch ein Querstab. Als du nach oben schaust, siehst du eine Öffnung in der Höhlendecke. Man kann gerade so erkennen, dass eine Art Stange oder Stock darüber liegt, wenn man es nur irgendwie erreichen könnte. Jo. Jo. Ich glaube, das haben wir verstanden. Wir schauen auf die Karte. Jetzt sind wir irgendwie in der Nähe von dem Durchbruch, den wir gemacht haben, aber irgendwo in einer anderen Etage. Dann machen wir hier zuerst mal ein Vermerkloch. Na, ist ein bisschen nach unten gerutscht, aber sei es drum. So, dann schauen wir mal kurz mal noch hier hoch. Ich bin gerade vorsichtig, werden wir hier wieder rutschen? Nee, wenn wir nicht. Aber hier wahrscheinlich, oder? Nee, da geht's einfach nur raus. Ah, da unten warten ein paar Krabben. Ah, da waren wir aber schon. Dahin ist der Wasserfall. Da ist nichts Neues. Okay, die Krabben lassen wir einfach mal warten. Und versuchen mal Seil und Haken. Ja, da hat man auch die Hand wegen benutzbar und so. Dann machen wir mal bitte benutzen. Haken und Seil. Dahin. Ah ja. Das ist neu. Aber hat keinen Schlüssel mehr gekriegt. Ja, da wird ein besonderer Gegenstand benötigt. Ja, jetzt ist das Loch und die verschlossene Tür, die liegen. Ah ne, da ist das Loch. Was stand denn da drunter? Genau, das weiß man nicht. Da steht jetzt zweimal verschlossene. Egal. Egal, Karl. Wird sich schon wiederfinden. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Also da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Ich glaube nicht, dass einer von unseren alten Schlüsseln da hilft. Nee, die hatten wir alle irgendwo schon benutzt. Hüter der Krypta und vier Käfer. Was kannst du? 20 stark. Siech, Gift, Ohnmacht, irritiert. Wahnsinn. Okay, das klingt nach Seelenschild. Und magieresistent. Okay. Alles klar, das wollte ich nicht unbedingt wissen. Wir melden mal einen Gen an. Dann soll der lieber zu uns kommen. Ah, nee. Nee, nicht Segen. Wir machen es erstmal einen Seelenschutz. Zack. So, können wir noch einen Elementar bitte anfordern? Dein Mana ist nicht wirklich voll. Okay, muss reichen. So, Elementar gesetzt. Ja, war klar, dass der auf die Entfernung angreift. So, wir stellen uns mal hier hin. Die anderen Zauber verzögern sich noch. Den Elementar hätte ich auf jeden Fall gerne. Das hat gar nicht so funktioniert. So, den setzen wir da hin. Du arbeitest noch am Seelenschutz, ne? Vor allem, wo sind die vier Käfer?
Da ist unser Elementar. Da ist unser Seelenschutz. Okay, dann machen wir jetzt dann doch Attacke. Bevor der Kampf irgendwie resetten sollte oder so. Ja, der trifft uns auch hier. Go, go, Elementar. Der hat schon was abgekriegt. Hat nicht ganz gereicht. Ah, der hat auch einen Geschossschutz. Die übrigens auch. Okay, du machst bitte ein Wunden heilen. So viel auf Daryl. Und du siehst dämonisch aus. Steht aber nicht dran. Können wir dich verbrennen? War das... na gut, da haben wir gerade keinen Mana mehr. Dann lassen wir das mit dem Verbannen. Und Mango. So, Gogo Elementar. Ja, das mit den Geschossen... Ah, doch, da haben wir 11 Schaden gemacht. Und unseren Elementar angegriffen. Guter Plan. Wir gehen dann mal ran, bevor es noch weitere Verletzte gibt. So, gehen. Ja, wir kommen gleich. Eine Sekunde. So, alle Nahkampf, go. Können wir ihm noch ein bisschen seine Rüstung kaputt fiedeln? Und von Jericho und go. Eingesponnen. Alles kommt von den Käfern. Ja, seine Rüstung ist lediert. Käfer im Anmarsch. Muss ich mir wegen der Käfer Gedanken machen? Nee, ich glaube eher nicht. 164 Lebenspunkte. So, dann haut ihn um. Mann, macht der einen Flurschaden. Ja. Könnt ihr mal bitte zuerst mal da nach vorne und nicht nach den Käfern gucken? So, den Herr der Gruft haben wir erledigt. Wir schauen mal, Looty-Loot. Ein Großschwert. Zweihändig, erweitert. Flugstatus noch unbekannt. Bei ihm gehe ich von einem verluchten Schwert aus. Und nur für... Okay, nur für Mooks. Jo, wir hatten mal einen Mook, der hat uns verlassen. Aber dem trauern wir nicht nach. Na gut, dann warten wir hier auf die Käfer. Die müssten nicht schüchtern sein und berappeln uns erstmal nochmal. Ach, eingesponnen heißt, man kann nichts machen. Alles klar. Ja gut, so viel Schaden machen die Käfer nicht. Auf sie mit ihr Brüll. Aha, jetzt sind die Herren wieder back in action. Dann machst du bitte eine große Heilung. Ja, 3 sollte reichen. Unser Elementar chillt da unten noch ein bisschen. So, von so einem Herr der Gruft. Wenn man Gruft impliziert doch... Moment mal, das mit dem eingemauert und so, das klingt ja schon so nach einem Pharaonengrab oder irgendwas. Oder nach Martens Grab. Wir suchen ja eigentlich nach Marten. Und da die Leute ja bisher immer so gesprochen haben, ja, da seid ihr irgendwie schon 100 Jahre zu spät an oder so, kann ich mir vorstellen, dass der gute Marten tot ist. Also untot.
Von daher passt das mit der Gruft vielleicht. War das Martin, was wir gerade getötet haben? Das wäre auch so eine Theorie. Wieso sind die Kiefer so schüchtern? Haut's um. Ja, elementar, chillt. Müsst ihr euch keine Gedanken machen. So, ranlaufen. Ja, der Elementar ist immer noch da, Spiel. Ach, da ist noch ein Käferlein. Ich glaube, unser Elementar passt nicht hier durch die Gänge. Wir können ja auch oft in den engen Gängen gar kein Elementar beschwören. Das ist wahrscheinlich sein Problem. Er ist in Gedanken bei uns. Ja, er ist immer noch da, Spiel. So, haut das Käferlein um. Und dann schauen wir, wo die Gruft ist, die der Herr der Gruft beherrscht hat. Mach nicht so, du bist so gut wie tot. Ja, der Luftelementar ist noch da. Das ist so süß. Die Helden schauen immer wieder zurück. Ist unser Elementar noch da? Geht's ihm gut? Da ist jemand, dem es nicht mehr so gut geht. Wow, 91.000 Erfahrungspunkte. Alex Blechle. Und wie, keiner aufgestiegen? Dem geht's nicht mehr so gut. Hi. Großer Ausdauertrank und eine Kirschbombe. Na super. Das ist wahrscheinlich sein Geist. Mhm. Ich verstehe. Nee, wir sind Nahkampfreichweite, egal. Mach du bitte einen Segen. Nee, Geister. Nein, dann machen wir einen Seelenschutz, bitte. Okay. Also war das da wahrscheinlich nicht Martin mit so ein paar Tränken. Das war nicht Martin. Vielleicht war der Ritter Martin. So, das hätten wir geklärt. Wir laufen einfach mal der Nase nach und sind ein bisschen vorsichtig bei... Ja, das sieht auch rutschig aus. Da bleiben wir mal vorerst weg. Noch mehr Geister. Jetzt würde ich mal gerne noch Mana-Verfügbarkeit, mein kleines Verbannen probieren. Du machst uns bitte nochmal einen Seelenschutz. Und dann machen wir Go. Wir sollten aus Mana-technischen Gründen vielleicht dann doch nochmal eine Rast einlegen. Ja gut, ganze 6 Schadenspunkte war ja auch nur Stufe 1. Ups. Aber ich habe dran gedacht, dass wir den Zauber haben.
Ja, wir machen noch einen Segen. Wir treffen die nicht so wirklich gut. Nicht immer auf die gute Fenrir. So, wir sind in Nahkampfreichweite. Dann machen wir noch einen Segen und go. So, kommt der Segen noch bevor die Geister tot sind? Das fände ich cool, Gustav. Gustav? Danke. So, das war der Geist. Reichweite stimmt. Gib ihm. Geister sehen nicht gleich aus. Ist mir gerade aufgefallen. So, Nahkampf, gib ihm. Daryl kommt über seine Angst auch wieder hinweg. So, noch 6. Ja, wir haben es geschafft. Wir packen mal unsere Hintern in die Ecke und schlafen mal kurz an. Dann bleibt man eher verschont von Kämpfen. Dann machst du bitte nochmal die Zimbal des Flickens. Und dann ziehen wir mal ein bisschen weiter. Also mit dem richtig schlafen machen wir dann eine Pause. Da ist noch ein Skelett. Und ein Martens Gruftschlüssel. Der könnte zu der Tür passen, die wir gefunden haben. Also finden wir wirklich Martens Grab. Was aber nun nicht heißt, dass der Herr der Gruft nicht Martin war. Und das war mit Sicherheit nicht Martin, so ein dahergelaufener Geist. Gruftschlüssel. Was war das? Ach so, das Großschwert. Für nur Moogs. Auf Spiel. Gibt man nicht tolle Schwerter und sagt dann, ja, kann sie nicht tragen. Ups. Ich hab irgendwas gedrückt? Nee, nur ein Buff ist ausgelaufen. Ich sehe da noch ein Skelett. Kirschbombe, Trank der Wiederherstellung und der Besitzer meldet sich. Hi. Finde ich sehr zuvorkommend, dass du direkt schon mal in Nahkampfreichweite bist. Dann machen wir mal noch einen Seelenschutz und dann wirst du vermöbelt. Wieso schaut ihr immer so runter?
Schau dir doch mal das Gesicht beim Draufschlagen. Das wirkt ja so ein bisschen komisch. Naja. Ist auch noch 8 und dann ist es egal, wo wir hingucken. So, gibt es ja noch irgendwelche Skelette? Das wichtigste Skelett haben wir wahrscheinlich schon entdeckt. Stiefel mit Spikes. Jeder Stiefel mit hartem Metalldorn, besonders nützlich in rutschiger Umgebung. Okay, dann sollten wir das wahrscheinlich jemandem anziehen. Das ist sogar für Feen geeignet. Dann sollte klar sein, an wessen Füße es kommt, wenn wir den ehemaligen Besitzer der Schuhe getötet haben. Wir machen einen normalen Segen. Außer ein bisschen Angst haben die bisher nichts gemacht. Wir werden deine Schuhe in Ehren halten, ist versprochen. Fenrir wird sich darüber freuen. Aber wenn das jetzt dann wirklich die Schuhe sind, wo man dann auf der rutschigen Ebene vielleicht nochmal irgendwo anders hingehen kann, anstatt nur runter zu donnern, dann müssen die halt auch für Feen sein, weil man könnte ja rein theoretisch, wenn man total wahnsinnig ist, nur mit Feen spielen. Theoretisch. Ganz theoretisch. Also ich würde es nicht tun. So, Stiefel mit Spikes. Wir schauen trotzdem mal noch wegen... Nicht verflucht. Fenrir, möchtest du ein paar neue Stiefelchen? Na gut, die sind genauso gut oder schlecht wie die Sandalen. Aber sieht hübscher aus. So, brauchen wir das jetzt eigentlich für jede Person? Genau, das weiß man noch nicht. Ich finde die Karte sowieso total verwirrend. Irgendwo hatten wir doch schon mal so einen Abgang gesehen. Ah, da war die Tür. Das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig. Die Orientierung in so 3D-Dungeons finde ich immer super schwer. Nochmal 3 Geister. Wie schaut's denn mit deinem verbannten Mana aus? Nicht so dolle. Mach du mal normalen Segen. Dann machen wir jetzt erstmal Go. Wird auf jeden Fall geschlafen und das Mana voll gemacht. So, wir laufen dem mal bitte entgegen. Na nee, wollen wir nicht. Die Geister denken mit. Wenn wir jetzt erstmal nochmal die Rutschbahn finden würden, dann will ich da auf jeden Fall testen, ob wir dort mit den Schuhen jetzt wirklich Halt haben. Weil ja die Beschreibung von dem Item eigentlich ziemlich eindeutig war. Also muss es irgendwo bei so einer Rutsche in der Schräge was geben, was wir brauchen. Oder eine Abzweigung. Damit wir das einsammeln können. So, haut's um.
Danke. So, Gerrit, mein Guter, du darfst jetzt mal noch ein bisschen heilen üben. An Robby. Gleich. Oder dann halt auch, doch, machen wir noch. Runden, heilen, 3, auf Robbylein. Hm, ja. So, wo war das? Hier war die Rampe, oder? Ja, hier war das. Da ist eine Kiste. Ja, das macht dann Sinn. Hier werden wir normalerweise dann runtergedonnert. Und jetzt können wir uns hier so ein bisschen vorbeimogeln und ans Kästchen. Was mit einer Falle versehen ist. Ich glaube, das haben wir verstanden. So, das ist eine Rune des Feuers. Weg. Wow, zweimal Beinpanzerung. Jetzt werden wir so was von überladen sein. Ein Zauberbuch, ein Turmschild wieder, ein Topfhelm. Leute, ein Untoter. Das lag da so rum. Wir kommen dir mal entgegen, Untoter. Mal sehen, Schutz Untoter klingt irgendwie gefährlicher als Geist. Annie ist doch ein Rebellengeist. Hat das Spiel mich aufs Glatteis geführt. Na, jetzt hat der arme Gerrit Angst. So, Buffs laufen so langsam aus. Sind wir jetzt eigentlich wirklich überladen? Das ist grenzwertig. Grenzwertig. Wenn ich halt wüsste, welchen Charakter wir irgendwann nochmal einladen können. Oder ob wir überhaupt nochmal irgendjemanden kriegen. So, Topfhelm. Nicht verflucht, 12. Nein, ist schlechter. Turmschild. Nicht verflucht. Ja, wir tragen leider keine Schilde. Luft reinigen, Theologie. Das ist was für dich, Gustav? Ich glaube schon. Jupp. Hatte ich noch überlegt, den beim letzten Level abzunehmen, aber jetzt haben wir den gratis gekriegt. Umso besser. Nicht verflucht, 13. Jo. Und nochmal dieselben, oder? 12, ja. Dann machen wir noch die Kracher. Bömmchen. Hä, wieso das jetzt nicht funktioniert? Ach so, weil es Andrean war. Upsi. Entschuldigung, Andrean. Todeswolke. Steckt das mal Robby ein. So, dann schicke ich euch in die Pause. Mach mal Kultur mit den Helden. Und das mit den Schuhen haben wir jetzt bewiesen und verstanden. Ich versuche nochmal die Tür zu finden. Und dann können wir die hoffentlich in der nächsten Folge aufsperren. Also, bis gleich.